going on a trip. Hello! Welcome Italy! Die Mami ist auch wieder am Start, ist auch wieder mit dem Vlog. Gerade angekommen. Wir haben einen Meerblick. Wir haben einen Meerblick. Vorsicht, dass ich dich anhaust. Ich filme das Zimmer schnell, bevor es verwüstet ist. Ja, hier vor allen Dingen. Warum ist es so unscharf? Jetzt. Hier, Mama und Papa, ich bin da, wie so das kleine Kind. Der Schrank reicht gerade für meine Klamotten, glaube ich. Steckdosen. Hier ein bisschen Platz. Steckdosen. Wir hätten einen Doppelstecker mitnehmen. Einen, schau mal, wenn wir alle Handy laden müssen. Teekocher für Wärmflasche. Oh, das war schlecht. Das war nett überlegt. Looks great. Hier. Und das Bad. Oh, die Karte muss rein, sonst geht das Licht, glaube ich, nicht an. Ja, wo sind die Steckdosen? Ist die Karte da? Es gibt keine, nur eine. Und da ist noch eine. Hier ist das Bad. Auch groß, sieht schön aus. Mama und ich sind wieder auf Fototour. Yes! Was haben wir schon wieder eingepackt? Hier ist meine Tasche. Yes! Da werden wir jetzt eine Runde Fotos schießen, stimmt's? Ja! Wunderbare Sonnenfotos vom Strand. Und heute haben wir uns ein bisschen getannt. Wir sind ein bisschen braun geworden. Aber nur. Ein petit peu. Hör, ich habe meine Kamera nicht dabei. Aber ich bin hier gerade am Beach. Schaut mal, wie schön. So geil. Ich lieb's. Oh. But that's not possible, so I give you a one. Mama, der Vlog ist langweilig. Wir haben nichts gefilmt. Jetzt brauchen wir auch nichts filmen. Jetzt mag ich auch nichts filmen. Bin ich müde. Jetzt wollen wir auch nichts filmen. Heute haben wir rustikalisches Abendessen. Oder? Wie heißt das? Rustikalisches Dinner? Und bei den Nachbarn spielt da der einen Fiedler auf im Nebenhotel. Ich glaube, ich spinne. Wenn der bis um eins spielt, dann Brotmahlzeit. Das ist Schicht im Schacht. Also wir machen jetzt mal kurz ein Hotelfazit. Bisher gefällt es uns echt schlecht. Oder? Ja. Also eigentlich... Ich meine, es hat zwar einen Vorteil, dass das Essen nicht so besonders toll ist. Dadurch nimmt man nicht so zu, aber das ist ja nicht der Sinn im Urlaub, dass ich dann in Urlaub fahre, all inclusive habe und dann schmeckt es nicht so toll. Also das Zimmer ist schön, der Balkon ist schön, der Aufzug ist schön. Ja. Das war's und das dann war's dann auch. Das war's aber dann auch mit den schönen Sachen. Und noch ist das Wetter schön. Noch ist das Wetter. Ab morgen wird es schlecht werden. Dann wird es hier richtig schön. Das Bagno ist scheiße. Das heißt Bagno. Bagno ist scheiße. Also der Beach. Also eigentlich ist der Strand schon schön, aber halt den Abteil, den wir haben, ist nicht so schön. Ja, wo wir früher waren, war es schöner. Ja. Wir wollen uns jetzt nicht beschweren. Und Philipp ist mit dabei. Ja, der Papa ist mit dabei. Das ist natürlich nochmal minus 10 Punkte. Der schnarcht. Macht die Skala nochmal. Gib dem ganz normalen Stoß nach unten. Er schnarcht. Ja, willst du dein Outfit zeigen? Nee. Doch. Nö. Nicht gut, heute. Doch, ich habe den Sonnenaufgang richtig schön gesehen. Das war geil, muss ich sagen. Das hat mir gefallen. 10 out of 10. Mal schauen, was wir morgen für einen Sonnenaufgang haben, ob wir überhaupt keinen haben. Gar keinen. Doch, ich habe gerade den Wetterbericht geschaut. Morgen um 7 soll die Sonne scheinen. Habe ich auch gesehen. Und dann um... Ach, soll es regnen. Ja, irgendwie so. That's suspicious. Jetzt 19.16 Uhr. Jetzt gibt es bald Dinner. Rustikaler Abend. Das Dinner ist mir echt zu spät.
Sag ich ehrlich. Frühstück kann bis früher sein. Also die Essenszeiten stören uns auch. Ja, mir ist die Spitze daheim gewohnt. Gib's mal, ob ich es ab 7 gehe. Fitcheck! Spielt der im Hotel? Der steht da drüben. Wo ist denn meine Klamotten? Mama, weißt du das noch, wenn ich das habe? Das Oberteil ist von Zara. Der Rock ist auch von Zara. Ah, mein ganzer Schrank ist Zara eigentlich. Das ist da, ne? Das ist sogar die Bluse, die ich dazu anziehe, ist Zara. Alles Zara oder was? Alles Zara. Das ist auch Mami für mich. Das ist die Alli. Current situation? Bad. Ich bin so müde, dass ich das Abendessen ausfallen lassen könnte. Ist gut. Also wir gehen jetzt dinieren. Rustikal gehen wir jetzt. Rustikal dinieren. Au revoir. Epsalaba. Epsalaba. Guten Morgen. So ein kleines Storytelling zu gestern. Wir haben jetzt übrigens 20 nach 6. Ich mache gerade meinen Hot Girl Walk. Und kurz mal, ich habe mir diese Kopfhörer gekauft. Ich bin so ein Opfer, ich weiß. Aber im Sale. Im Sale. Und genau, Storytime zu gestern. Das Essen war eigentlich richtig gut. Und hat auch voll gut geschmeckt. Und es gab auch echt viel. Aber irgendwas habe ich nicht vertragen von dem Essen. Ich habe eh immer Probleme mit Essen, also weil ich von ziemlich viel Bauchschmerzen kriege. Und ja, weird talk, aber wenn ich halt nicht von dem Essen auf Toilette kann, dann sind die Bauchschmerzen noch schlimmer, als sie eh schon sind. Und ich konnte zwar auf Toilette, ich hatte trotzdem die krassesten Bauchkrämpfe, die ich glaube ich jemals hatte. Es war echt schlimm, ich konnte nicht mal mehr stehen. Und ja, dann habe ich halt mich hingelegt, aber ich hatte so Bauchschmerzen. Ich habe zum Glück eine Wärmflasche dabei gehabt, meine Mama hat eine eingepackt und wir haben da einen Teekocher. Sonst wäre es echt vorbei gewesen. Ja, aber heute habe ich nichts mehr. Aber deswegen mache ich auch jetzt keinen richtigen Sport, weil irgendwie, weiß nicht, ich habe Angst, dass irgendwas dann wieder hochkommt. Deswegen gehe ich einfach nur spazieren. Aber ist schön. Ich gehe hier ein bisschen durch die Anlagen und nachher, wenn hoffentlich die Sonne ein bisschen besser da ist, zum Strand. Und ja, Leute, heute gibt es Harry Styles Karten im Vorverkauf. Und wenn ich keine kriege, dann weine ich. Ich will in alle drei Städte in Deutschland. Weil er hat ja seine Tour erweitert. Wir drücken die Daumen, jetzt geht's weiter mit dem Hot Girl Walk. Ich weiß nicht, wie stark der Wind ist, aber ich hoffe, ihr hört mich. Ich bin jetzt am Beach, mach da jetzt mein Walk weiter. Leute, oh mein Gott! Also, erstmal, ich sehe Harry nächstes Jahr. Wir haben es geschafft. Also für Düsseldorf habe ich keine Tickets, aber da probiere ich es morgen nochmal. Für Frankfurt habe ich Sitzplätze, richtig schlecht, aber better than not being there, ne? Also Hauptsache sind dabei. Und in München, ich freue mich so. Das war nicht mein Verdienst. Also Grüße gehen raus an Jenny, falls sie sieht. Ist jetzt geschafft. Da habe ich Stehplätze. Ich freue mich so, ich freue mich so, ich freue mich so. Leute, ich wollte einmal ein Stehplatzerlebnis bei Harry Styles und ich habe es sogar in München, wisst ihr? So, das war mein Dream. Ja, jetzt hoffen wir morgen, dass Düsseldorf vielleicht noch Stehplätze rausspringen, wenn nicht dann ein Sitzplatz, dass überhaupt ein Ticket rausspringen. Hauptsache ich bin dabei, aber ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich sehe Harry nochmal, ich freue mich so.
Oh, cry, cry, cry. Das wird jetzt erstmal gefeiert. Hast du mal das Gym hier ausgecheckt? Weil es regnet heute. Ich kann nicht draußen spazieren. Jetzt habe ich ein bisschen Übungen gemacht. Jetzt werde ich ein bisschen Laufband gehen. Ja, ich bin schon wieder seit 5 Uhr wach. Katastrophe. Deswegen ist es jetzt 6:30. Ich habe eine halbe Stunde was gemacht. Jetzt gehe ich noch eine halbe Stunde aufs Laufband. Ein bisschen spazieren. Eigentlich voll das schöne Gym. Es gibt schon echt viel für den kleinen Raum. Los, Licht an. Crosstrainer, Laufband, Gewichte. Hier eine Matte. Das ist eigentlich voll gut. Ich heule gleich, wenn ich dran denke. Ich muss immer so zählen. Oh mein Gott. Cry. Heute war ja nochmal der Harry-Ticket-Verkauf. Und ich habe gestern für Harry München Stehplätze und Frankfurt richtig schlechte Sitzplätze. Und heute wollte ich es eben nochmal probieren, weil ich wollte halt für Düsseldorf noch welche haben. Und er hat jetzt einfach, weil so ein Ansturm war, jede Stadt quasi nochmal doppelt gemacht. Also er hat nochmal einen Tag München drangegangen, nochmal einen Tag Frankfurt und nochmal einen Tag Düsseldorf. Und wisst ihr, was ich jetzt habe? Echt crazy. Ich habe jetzt die München Stehplatz-Tickets einmal. Für den nächsten Tag habe ich mir nochmal welche geholt. Sitzplätze. Ich habe so krank geile Sitzplätze bekommen. Dann für Düsseldorf habe ich einen Tag Stehplätze, einen anderen Tag richtig geile Sitzplätze. Ich habe leider nie die ganz krassen Stehplätze vorne in diesem Ding bekommen. Diese ganz, ganz krassen. Aber jetzt kommt's. Frankfurt habe ich einmal richtig geile Stehplätze und, richtig geile Sitzplätze und jetzt kommt mein Highlight. Ich habe einfach Frontstage Stehplätze bekommen. Für einen Tag, Leute, das war mein Traum. Also am liebsten wollte ich diese Johnny's Place, aber die sind so unrealistisch. Und ich habe einfach Frontstage. Ich heule, Leute, das ist der schönste Tag meines Lebens. Ich gehe einfach auf 6 Konzerte nächstes Jahr. Ich gebe mir das 6 Mal. Wisst ihr, wie viel Geld ich gerade ausgegeben habe? Das ist absolut krank. Ich bin jetzt einfach broke, aber ich freue mich so. Das wird so geil. Leute, ich könnte heulen, wenn ich dran denke. Cry. Bei uns ist nicht so schönes Wetter übrigens. Deswegen hätte ich viel Zeit, mir die Tickets zu holen. Und ich war vorher auch spazieren. Aber es war so ein krasser Wind. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Also schaut euch das mal an. Ich war... Und wollte einen Hot Girl Walk machen. Und es war einfach so krass. Der Sturm da hinter mir. Übel. Und ich habe Harry gefühlt mit Sturm. Ja, ich muss es noch wegmachen, sonst wird es gesperrt. Aber ich habe es so gefühlt. Schaut bei meinem Instagram vorbei. Da werdet ihr alles sehen. Und jetzt habe ich gerade einen Film angefangen und ich chill hier und ja, wir haben heute so am Abend so ein Fischdinner, ist natürlich super vegetarierfreundlich. Übrigens, wir haben uns ja so aufgeregt, dass das Essen so schlecht war und so. Ich will nur sagen, wir sind richtig dankbar, dass wir den Urlaub machen können und so weiter. Wir wollen uns ja gar nicht beschweren und es ist auch gar nicht so schlimm. Das Essen ist jetzt auch viel besser und uns gefällt es jetzt auch viel besser, aber im ersten Moment war es halt nicht so gut und deswegen, aber meckern auf hohem Niveau. Wollte ich nur kurz erwähnen. Also, wollen nicht undankbar wirken oder so, weil das sind wir definitiv nicht. So Leute, wir waren vorhin am Strand spazieren und jetzt gibt es Fischdinner heute und ein Dessert am Pool. Ich bin mal gespannt, wie es wird. Das ist mein Outfit. Let's go. Thank you.
heute Morgen, was ich gerade vorgesehen habe, aber der krasseste Sonnenaufgang, den ich glaube ich jemals gesehen habe. Wir haben so schöne Bilder gemacht. Könnt ihr mal bei mir bei Instagram dann auch vorbeischauen. Die werden dann hochgeladen. Ich habe hier das schon als mein Hintergrund genommen und man erkennt gar nichts. Es war wirklich so surreal. Es war so schön. Und wir waren jetzt am Strand. Jetzt gibt es dann gleich Mittagessen. Ja, heute Nachmittag soll es aber wolkig sein. Schauen, was wir dann machen werden. Oh, es steht sogar Gewitter ab 4. Also, weiß ich nicht was. Guru. Was machen wir jetzt, Susanne? Wir gehen jetzt an den Strand. Ich bin auch dabei, Philipp. Es ist 6.30 Uhr. Wir wollen den Sonnenaufgang anschauen, aber heute ist er nicht schön. Ausgerechnet heute, wo ihr dabei seid. Gestern war es super. Ja. Wäre es nur dann wäre vielleicht besser. Ja. Ich habe die Halle noch überholt. So. Aber es trotzdem, sieht trotzdem schön aus. Ja. Sieht gerade ein bisschen aus wie in L.A. von hier, von der Kamera. Aber auch nur von der Kamera. Also wir sind in L.A. eigentlich. Wir haben gelogen. Lüge. Funktioniert. Hat super funktioniert. Hat es gegangen? Ja, ich glaube schon. Da oben fliegt ein Flugzeug. Schau, wie hell es leuchtet. Eine Blaulichtbrille gekauft am Markt. Wie viel hat die gekostet? 3 Euro, oder? Ja, dann insgesamt 4, weil ich habe mir auch was gekauft. Genau. Bisher positiv überrascht. Ich sehe aber anders aus damit, gell? Und so sieht es übrigens aus, wenn man all-inclusive seit 10 Tagen isst. Man endet am Ende einfach im Bett. Und kann nicht mehr in die volle Sonne. Oh Gott. Weil sonst alle aufbrutzelt. Wir hatten unser letztes Mittagessen. War eigentlich gut heute. Heute Abend haben wir nochmal dieses rustikale Abendessen. Es war letzte Woche eigentlich echt gut. Nur, dass ich danach massive Bauchschmerzen hatte. Heute Abend isst du das nicht. Brille. Ich hab die jetzt auf, die Brille. Das ist eine Lehrerin. Ich dachte, es sagt dir mal, oh, du siehst aus wie eine Modedesignerin. Dann hätte ich mich gefreut. Ja, jetzt will ich auch ja sagen, nachdem ich es vorgeschlagen habe. Nee, das stimmt. Sie ist wirklich aus wie so eine Designerin. Aber die Brille ist einfach geil. Ich liebe die. Aber wenn ich jetzt echt eine Brille bräuchte, glaube ich, würde ich mir nicht so ein Gestell holen, oder? Nee, wahrscheinlich nicht. Naja. Wir chillen jetzt noch. Wie lange chillen wir jetzt noch? Schon ein bisschen. Halbe Stunde? Ja. Boah, nicht, das können wir nicht bringen am letzten Tag. Nee, also jetzt müssen wir uns noch ein bisschen tannen, gell? Weil in Germany wird's kalt. Und rainy. Bye.